Die freiheitliche Landtagsabgeordnete Uli Meyer fordert einen besseren Schutz für die Vermieter von Wohnungen. Bei Mietrückständen oder wenn es zu Gewalt kommt, müsse es schneller möglich sein, einen Mietvertrag zu kündigen, fordert sie. Auch die Räumung der Wohnung müsse dann rasch erfolgen. Elisabeth Parteli. Anlass ist ein Fall von Mietnomaden im Passaiertal. In St. Leonhard sei eine 7-köpfige Familie aus Mazedonien in eine Dachgeschosswohnung eingezogen. Die vereinbarte Miete zahle sie aber nicht, berichtet die Neue Südtiroler Tageszeitung, und damit nicht genug. Die Familie verbreitet, immer laut Tageszeitung, auch noch Angst im Haus. Für Uli Meyer kein Einzelfall. Es vergehe kaum ein Jahr, in dem sich nicht ein, zwei Vermieter bei ihr melden würden. Sie berichten von ähnlichen Problemen. Oder eben auch, dass Wohnungen völlig zerstört waren, also wo danach riesengroße Kosten für Sanierungen und so weiter entstanden sind. Für Vermieter müsse es daher leichter werden, solche Mieter loszuwerden, fordert sie. Auch damit Mietwohnungen überhaupt auf den Markt kommen. Meyer hat ausgehend vom Fall im Passaiertal eine Landtagsanfrage eingebracht. Sie will unter anderem wissen, welche Möglichkeiten es gibt, gegen Mietnomaden vorzugehen. Die Landesregierung hat 60 Tage Zeit für die Beantwortung der Anfrage.